auch wenn es nicht so aussieht, das hier ist ein Gefängnis. Ein außergewöhnlicher Jugendknast, in dem die Häftlinge in WGs wohnen, das Gefängnisgelände verlassen dürfen und am Wochenende sogar zu ihren Familien nach Hause fahren. Warum vielen Häftlingen das Leben hier trotzdem zu heftig ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ein Gefängnis ohne Mauern, ohne Stacheldraht. Trotzdem, immer wieder wollen Häftlinge weg von hier. Zurück hinter richtige Gitter. Die ersten 3 Monate war es ganz schlimm. Da habe ich wirklich oft dran gedacht. Ist halt einfacher, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich es nie gemacht habe. 5.45 Uhr. Im Jugendgefängnis Seehaus beginnt ein langer, durchstrukturierter Tag. Für den 21-jährigen David seit einem Dreivierteljahr Alltag. Also mich hat der Frühsport ziemlich auseinandergenommen. Ich konnte danach einfach nicht mehr laufen. Und dann noch diese ganzen Regeln hier zu beachten, da war einfach viel zu viel auf einmal. Und das war einfach krass. Und das waren für mich die Gründe, ey, ich pack das hier nicht. Ohne Zäune, Mauern oder bewaffnete Wachleute hält nur das Vertrauen in sie die Häftlinge davon ab, wegzulaufen. Damit musste David, als er herkam, erst mal klarkommen. Also anfangs war es wirklich schwer. Man macht hier Frühsport, man kann laufen. Also du wärst in 10 Minuten beim Bahnhof oder 20. Es ist immer die Möglichkeit da. Aber desto länger du hier bist, desto mehr Konflikte du mitgemacht hast, desto stabiler wirst du auch und desto gefestigter bist du hier zu bleiben. Und nicht zu sagen, hey, ich laufe einfach weg. Weil weglaufen ist keine Option. Weil wenn du auf der Flucht bist, dann hast du das dreckigste Leben überhaupt. Da geht's dir nicht gut, du musst Straftaten machen. Du hast die ganze Zeit Angst, erwischt werden zu können. Und das wünsche ich keinem. Nach dem Morgensport für alle verpflichtend, lesen. Wer hier ist, saß vorher in einem normalen Gefängnis und hat sich freiwillig für den sogenannten Strafvollzug in freier Form beworben. Statt auf Sicherheitsmaßnahmen setzt er auf die Vermittlung von Werten. Außerdem auf Struktur und Disziplin. Dazu zählt ein strikter Tagesablauf, an den sich alle Häftlinge halten müssen. Dabei ist jeder Wochentag durchgetaktet. Von morgens bis abends. Volles Programm. Unter der Woche bleibt oft nicht mehr als eine halbe Stunde Freizeit übrig. Selbst wann die Jugendlichen ins Bett gehen müssen, ist vorgegeben. Im Seehaus leben ausschließlich männliche Häftlinge. In einer großen WG zusammen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Gefängnisses. Und ihren sogenannten Hauseltern, die wiederum eigene Kinder haben. Ben ist Davids Hausvater. Er ist Vertrauensperson und Vorbild, aber natürlich auch Kontrollinstanz. Die Hauseltern wollen Werte vermitteln und vorleben. Ein wichtiger Unterschied zu dem klassischen Gefängnis, in dem David, der wegen Drogenhandels zu 2 Jahren Haft verurteilt wurde, sonst gelandet wäre. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie mal an so einen Platz komme. Und ich habe eigentlich so gerechnet, ja, schon ein paar Jahre jetzt im Knast zu sein. Und in einem Monat, was ich da war, da habe ich mich schon so drauf eingestellt. Und es ist halt komplett anders. Es ist schon richtig schön, hier gemeinsam am Tisch zu sitzen. Ich habe auch die Kinder voll gern. Nach dem Essen verpflichtend WG putzen. Für David eine echte Umstellung. Knast könnte ich jetzt einfach auf dem Bett liegen, chillen, ein paar rauchen, Film schauen. Entspannter ist es vielleicht schon, aber es bringt mich halt nicht weiter. Das ist vielleicht jetzt so für den Moment wäre es vielleicht chilliger, aber was bringt mir das für die Zukunft? Gar nichts halt und deswegen. Das ist halt auch, das hier ist anstrengender, aber es bringt dir mehr. Die Motivation für die Jungs, sich auch beim ungeliebten Putzen reinzuhängen, sind gute Bewertungen. Die bekommen sie nicht nur fürs Putzen, sondern für fast alles. Verhalten, Sport, Schule. Und wer gute Noten hat, steigt in der Gefängnishierarchie auf. Wir haben hier Stufen und pro Stufe bekommst du mehr Vertrauen. Und du tust aber auch mehr Verantwortung übernehmen. Und es ist halt schon schwer, diese Stufen zu erreichen. Ich bin jetzt mittlerweile auf der höchsten Stufe. Das ist extrem. Ich darf alleine hier auf dem Gelände rumlaufen. Und zum Beispiel als Leo-Anwärter, das ist jetzt eigentlich die erste Stufe,
Da muss immer ein Mitarbeiter in Armlänge sein. Nach dem Aufräumen und Putzen gibt es eine kurze Raucherpause, bevor es gleich wieder weitergeht im Tagesablauf. Also zur Tagesstruktur kann man sagen, bei uns ist es so eng getaktet, weil die meisten, die hierher kommen, überhaupt keine Struktur hatten in ihrem Alltag. Man kann sich bei vielen den Alltag so vorstellen, dass sie irgendwann mittags oder am Nachmittag aufgestanden sind, sich erstmal eine Bong oder einen Joint halt angezündet haben. Und von daher setzen wir an manchen Stellen die Messlatte höher und auch enger, damit ein Teil davon auch an Struktur in ihrem Alltag dann draußen landet. Das ist echt komisch, Mann. Für uns ist das, weißt du, für manche ist das voll Kino und für uns ist das ganz normaler Alltag. Schon krass. Trotz der Idylle. Für einige Häftlinge ist der ganz normale Alltag einfach zu viel, weiß Tobias Merkle, der das außergewöhnliche Gefängniskonzept mitentwickelt hat. Es kommt immer wieder vor, dass einer zurückgeht ins Gefängnis, weil er sagt, hier ist es zu stressig, ich will mich nicht an die Regeln halten, ich will lieber chillen. Da gibt es bei uns relativ wenig Freiraum dafür. Ich hatte so einen kleinen Zeitplan bekommen für einen Tag. Dachte mir schon, ja, schon krass, aber das schaffe ich schon. Und als ich dann da war und gemerkt habe, ey, von Tag zu Tag, ich habe keine Power mehr, ich bin total ausgelastet, da wurde es immer heftiger. Und halt bis zu dem Gedanken, ey, ich will wieder zurück, ich schaffe das nicht mehr. Nach dem nächsten Punkt auf dem Zeitplan, der Morgenrunde, in der im großen Kreis alles Mögliche besprochen wird, heißt es arbeiten. Im Seehaus können die Jugendlichen in verschiedenen Handwerksberufen ihr erstes Lehrjahr machen. Ich habe jetzt diesen Stempel, von wegen, ja, du bist Häftling. Und wenn ich jetzt aber ein guter Arbeiter bin, dann gleicht es das wieder aus. Und dann kann ich auch trotzdem noch viel in meinem Leben erreichen. Und das will ich auf jeden Fall. Die Maschinen in der Werkstatt stehen heute still. Zum Arbeiten dürfen die Häftlinge von Mitarbeitern begleitet das Gefängnisgelände verlassen. Sie dürfen raus und auf Baustellen in der Umgebung mit anpacken. Wenn David seine Haft abgesessen hat, will er seine Lehre fertig machen. Auf dem Bau arbeiten, im Arbeitsleben durchstarten. Bevor er verurteilt wurde, war das anders. Ja, ich habe halt viel Drogen verkauft und halt hauptsächlich Gras. Ja, und das war mein Hauptdelikt. Ja, ich war schon Großdealer. Also ich habe das wirklich als Job gesehen. Das hat einfach Spaß gemacht, dieses Ganze. Ich habe mich wirklich erfolgreich gefühlt. Ich habe gedacht, ja, das ist das, was ich gut kann. Das kann ich mein Leben lang machen. Und damit komme ich weiter im Leben. Es war schon eine heftige Zeit, es hat mich auch psychisch sehr belastet. Aber ich war ein bisschen abgebrüht. Ich habe mir ziemlich viel weggeraucht gehabt, dass ich so die Sorgen vergesse. Und ich war da eine Zeit lang ziemlich schmerzfrei, was das angeht. Ich habe gedacht, ich bin der Klügste der Welt, ich werde eh nicht erwischt. Doch David wurde erwischt und verurteilt. Dank seiner Lehre hat er nach der Haft jetzt aber die Chance auf einen Neuanfang. Nach jedem Arbeitstag gibt es eine Feedbackrunde mit den Chefs und Kollegen. Es gibt Lob. Hat jemand Patrick gelobt? Patrick, es macht Spaß, mit dir zu arbeiten. Du langst hin und siehst die Arbeit, fragst nach, was man noch machen kann und deswegen Lob dafür. Und es wird kritisiert. Die jugendlichen Straftäter sollen lernen, mit Kritik umzugehen. Wer Kritik ernst nimmt, an sich arbeitet und im Stufensystem des Gefängnisses aufsteigt, darf immer mehr. Allein Sport machen zum Beispiel. Ich kann so viel mitnehmen. Und dieses Kämpfersein, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Und auch wenn man gerade alles am liebsten hinschmeißen würde, einfach aufzustehen und zu sagen, hey, ich kann das. Ihr könnt mir gar nichts. Meine Freizeit habe ich halt draußen ziemlich viel mit Zocken verbracht. PC, Xbox, ja, 24 Stunden eigentlich so.
Und jetzt hier im Seehaus, wir machen viel Sport. Ich tue auch viel Lernen für die Schule. Das ist mir sehr wichtig, weil ich einfach darin einen Sinn sehe, so ein bisschen. Und beim Zocken war es halt immer so, ja, das ist eigentlich Zeitverschwendung und man macht es halt, weil es Spaß macht, aber es bringt einem halt nichts fürs Leben. Und deswegen möchte ich jetzt was Sinnvolles tun, was mir langfristig auch hilft. Langfristige Hilfe für die Jugendlichen, das ist auch das Ziel von Hausvater Ben und seinen Kollegen. Gucken wir mal auf die Finanzen die Woche, wie sieht's denn bei dir aus? Durch ihre Arbeit, aber auch Zusatzdienste, können sich die Häftlinge Geld verdienen, um draußen ein Startkapital zu haben. Wer wie viel Geld ausgibt, wird streng kontrolliert. Also ich würde sagen, 70-80%, wenn nicht mehr, haben extreme Schulden mitgebracht, irgendwie die aus Straftaten resultieren oder Handyverträgen, verschiedenen Geschichten. Und hatten oft sehr viel Geld zur Verfügung und konnten, also resultierend halt durch Straftaten, und müssen oft erstmal einen ganz neuen Umgang lernen, einfach mit Geld. Die Häftlinge im Seehaus sitzen ihre Strafe für die unterschiedlichsten Verbrechen ab. Außer Sexualstraftätern kann sich jeder aus dem Jugendgefängnis hierher bewerben. Gerade in der Anfangszeit gab es sehr viele kritische Stimmen. Viele Nachbarn haben angefangen, irgendwo Alarmanlagen sich ans Haus zu bauen, Sicherheitsmaßnahmen, Vorkehrungen zu treffen. Aber man muss sagen, einfach über die Zeit ist echt auch ganz viel Vertrauen entstanden. Auch einfach durch die Jungs, wie sie sich präsentiert haben, wie sie den anderen gegenübergetreten sind, mit Freundlichkeit, mit Respekt, konnte wirklich viel Vertrauen aufgebaut werden. Freundlichkeit, Respekt. Werte, die David hier lernt. Vor allem auch von seinem Hausvater Ben. Das Konzept geht auf. Die Anzahl der Jugendlichen, die nach ihrer Entlassung aus dem Seehaus nicht noch einmal im Gefängnis landen, ist überdurchschnittlich hoch. Und ich habe lange gedacht, dass es nicht falsch war, was ich getan habe. Weil ich dachte, es passiert so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Wieso ist es falsch, wenn ich mich selber bereiche? Hat es irgendeinen moralischen Aspekt noch so? Das ist mir eigentlich voll egal. Und mit der Zeit kam es dann immer mehr so auf. Es kam nicht von jetzt auf nachher, sondern es kam eher so schleichend. Wer wie David die höchste Stufe im Stufensystem des Gefängnisses erreicht hat, darf am Wochenende mit seiner Familie sogar das Gelände verlassen. Ansonsten herrscht aber Handyverbot. Stattdessen schreibt David seinen Geschwistern und seiner Mutter Briefe. Das ist meine Motivation, Familie. Das treibt mich jeden Tag an, Vollgas zu geben. Es lohnt sich, ich mache alles für die. Und ja, das gibt mir Kraft. Also ich schreibe hier bestimmt 3 Briefe die Woche oder so. Meiner Mutter hauptsächlich. Ja, Briefe sind schon schön. Also hier ist auf jeden Fall, da geht einem das Herz auf. Und ich schreibe auch gern, dass sie einfach auch so weiß, was ich hier mache. Dass es mir gut geht vor allem. Einfach, ja, dass sie sich nicht alleine fühlt. Und das ist schon wichtig. Davids Gefängnis hat keine Mauern. Dafür seine eigenen Regeln. Früh aufstehen, ein straffer Tagesablauf, bewertet werden, arbeiten, wenig Freizeit. Für viele der Häftlinge ist das härter als Knast. Auch ohne Mauern. Für David trotzdem eine gute Entscheidung. Wäre ich im Knast geblieben, hätte ich genauso weitergemacht, wie ich damals aufgehört habe. Und jetzt lege ich einfach einen neuen Weg für mich fest. Ich habe die Möglichkeit, so viel jetzt zu erreichen. Ich tue so viel mitnehmen, was vom Kopf her ist. Das ist unbezahlbar eigentlich.